Herzlich willkommen wieder zurück zu Super Mario Odyssey. Wir haben im letzten Part noch ein bisschen hier in Bowser's Land umgesehen. Haben die 100 Lila Münzen hier mitgenommen. Und schon haben wir 412 Monde. Die Odyssee hat ihr maximales Potenzial erreicht. Jetzt geht's Richtung Mond. Bowser kann sich nirgendwo mehr vor uns verstecken. Wir folgen ihm auch noch ins Mondland. Auf geht's. Sierra und Peach, eure Rettung naht. Mondland. Es geht jetzt hoch hinaus. Jetzt haben wir das Hochzeitsoutfit. Ich wollte eigentlich mit dem anderen Dings rumlaufen. Wir reisen jetzt ins Weltall. Jetzt reisen zum Mond. Wir wollen nach oben. Hoch hinaus. Auf dem Mondscheinkrater wird das Story-Finale abspielen. Bowsers Mondhochzeit. Na, wenn du mal nicht adrett aussiehst. Tara und Peach sind dort drüben. Beilen wir uns. Auch hier gibt's. Ist es nicht auch so leicht? Ja, es liegt an der Gravitation. Ja, auf dem Mond können wir höher springen. Das ist. Ja. Eine Besonderheit hier. Und hier gibt es gleich den ersten Mond auf dem Mond. Mit dem Mondschein im Wettstreit. Auf alle Fälle wird das ein sehr, sehr schöner Ort. Er wollte denn schon nicht auf zum Mond reisen. Also ich, wenn ich ehrlich sein soll, ich hätte Bock. Auf zum Mond zu reisen. Weil, warum nicht? An der Steilwand. Hier sehen wir auch die seltsamen Quader. Die wir auch in den ganzen Welten da entdeckt haben. Alter, die Stampfattacke ist ja voll langsam. Hier könnte es eventuell ein Mondversteck geben. Aber anscheinend ist es jetzt nicht gerade der Fall. Nein. Dreh mal jeden einzelnen Stein hier oben. Aber auf alle Fälle sind hier Monde. Und ja, die lila Münzen sehen aus wie diese Sternsplitter. Oha. Sind wieder diese seltsamen Felsen. Aber die sind alle auf einem Stück. Also das ist nicht verdächtig. Okay, das sind nur mehrere Münzen. Da ist kein Mond drin. Ah, diese Dinge haben wir auch schon mal gesehen.
Da ist so ein seltsamer Oktopus-Alien. Nein. Oh, da ist Hoppity Hopp. Und hier ist ein Mond versteckt. Nein. Du Dreckshase. Jetzt komm her, Mann. Bastardvieh. Hoppeldi-hopp auf dem Mond. Okay, ich krieg ja eh noch eine Chance. Okay, komm. Machen wir mal diesen Rollfelsen da kaputt. Rollfels auf dem Mond. Wir suchen Monde auf dem Mond. Das ist überhaupt keine... Anlehnung auf irgendwas. 12 lila Münzen haben wir. Guck mal, das ist die Erde von Mario. In der Tat, unser kleiner Planet ist wirklich eine Augenweide. Okay, auf alle Fälle nehmen wir hier diese 4 lila Münzen mit. Dieser Gegner mir Mond beschert, kann ich euch nichts sagen. Aber ich glaube, der gibt nur Münzen her. Oh. 20 lila Münzen. Mir vorstellen, dass da auch irgendwo die Ding-Dong-Hochebene. Lol. Aber auf alle Fälle ist hier eine Schatztruhe. Mit einem Mond versteckt. Natürlich. Was denn auch sonst? Und rüber. Oh Gott, ich bin zu früh gesprungen. Ich bin echt zu früh gesprungen. Shit. Aber dafür haben wir den Checkpoint. Für, falls sowas passieren sollte. So, was haben wir da oben? Aha. Haben wir diesen seltsamen Felsen. Oh, go. Und nochmal go. Das ist eine Notenjagd auf dem Mond, schätze ich mal, heißt die Mission. Ja, Notenjagd auf dem Mond. Sich so einiges hier. Okay. Dann sehen wir uns erstmal da unten um. Ohoho, fall mir ja nicht runter, mein Guter. Aha. Jo. Shit, daneben. Oh, da ist die Sphinx. Aber die Rollfelsen geben mir eh nichts her, ne? Ja, ich glaube, wir haben ihn. Wir haben es ja. Die ruhige Wand.
Okay, gehen wir zur Sphinx. Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Solltest du dich derzeit wirklich mit dem Beantworten von Fragen befassen? Nee. Server, Meister der richtigen Antworten. Momentan benötigen andere Dinge deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ach komm, lass mich doch wenigstens das Quiz machen, Mann. Sei vorsichtig, dieses Loch hier ist unglaublich tief. Okay. Wah! Nein, das ist der normale Weg. Mondhöhlen im Untergrund. Hier ist ja komisch, die Schwerkraft scheint hier ganz normal zu sein. Wir sind hier in Bowsers Festung gelandet. Und das hier ist anscheinend die richtige Lava-Welt. Und der Bowser-Statue. Und da werde ich besonders kritisch sein, weil ich Lava-Welten persönlich immer sehr, sehr geil finde. Falls jemand fragt, warum? Ich mag halt Lava-Welten. Die sind immer cool. Ich glaube, die waren alle cool. Okay. Noch ein Drop. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die irgendwas hier versteckt haben. Aber ich sehe hier absolut nichts. Okay. Dann schnappe ich mir einen der Panzer. Schieße mir mal diese wieder Münzen frei. Oh, da hinten. Also da kommt es nicht hin. Da kommt er nicht hin, der Panzer. Oh. Okay, wir brauchen definitiv den Panzer für das Königsherz. Aha, Knochentrocken kann ich zwar abschießen, aber nicht umbringen. Ich verstehe, ich muss das hier freischießen. Das war eventuell sehr, sehr knapp. Warte. Da ist ein Schlüssel. Und schnell hoch. Da unter der Brücke. Lila Münzen. Muss mich mal umsehen. Boah, lass mich mal in Ruhe umsehen, Mann. Aber auf alle Fälle nehme ich mal den Mond damit. Loch in der Lava. Ich habe nichts verpasst. Das Risiko ist schon groß. Egal. Vielleicht, wir werden früher oder später da zurückkehren. Oh, das ist ein normaler Hammer, Bruder. Die Hammerbrüder. Waren nie meine Brüder. Oder unsere. Hinten ist nichts, ne? Okay. Jetzt brauchen wir einen der Tropenwickler.
wahrscheinlich kürzesten Gegner in diesem Spiel. Aus dem Weg, aus dem Weg. Okay. Irgendwas verpasst? Sieht nicht so aus, ne? Okay, weiter geht's. Ja, was kommt jetzt? Ah, jetzt kommen, glaube ich, die Banzerbills. Okay. Gab's doch. Nein, ich bin total falsch. Der Mond ist auf der anderen Seite. Vollidiot. Ja, komm her. Vielleicht kann ich dich noch kapern. Nein! Oh. Nein. Junge, reiß dich zusammen. Okay, um die Hinderniswand herum. Okay, wir haben den Mond. Ich konnte mich ja noch exakt an diesen scheiß Mond erinnern. Oh. Auf alle Fälle wäre ein großer Panzerbild gar nicht mal so verkehrt. Okay. Warte. Wie komme ich denn dahin? Okay, wir haben definitiv irgendwas verpasst. Oder der Weg ist unsichtbar. Oh, ungefähr. Nein! Ja, ich bin tot. Aber jetzt können wir uns beim Start uns mal umsehen. Wo zum... Ich kann mich nicht mehr beim Start umsehen. Also es muss da hinten irgendwo so eine Einrichtung sein, wo ich, wie sehr ich da hochkomme, aber wo zum Teufel war das? Aber ich glaube nicht, dass das miteinander verbunden ist. Bullshit. So, ich glaube, wir haben hier echt alles, was wir brauchen. Oh. Ja, jetzt hau mir nicht ab. Scheiß Vieh. Okay, ich komme da nicht hin. Ich frage mich gerade ernsthaft, wie man da hinkommt. Oh, jetzt dürfen wir einen dieser Football-Chucks da kapern.
Hier sollten wir eher gerade laufen. Ein Millimeter nach links oder rechts ist das schon ein sehr, sehr tödlicher Fehler. Auf alle Fälle. Was ist da hinten? Ein Football. Chuck. Zielen und rüber. Es ist jetzt eine gute Frage, wie man da hinkommt. Boah. Also irgendwie kommt man auf jeden Fall da hoch. Was? Du? Ich bin's, Madame Brule, zu der du im Kaskadenland so ungebührlich warst. Um genau zu sein, warst du zu allen Brules ungebührlich. Darum sind wir nun auch alle hier. Und mein lieber Kettenhund ist hungriger denn je und wartet schon auf seinem Abendessen. Oje, oje. Au. Fantastisch. Oh, eine Attacke. Und down. Fast. Okay, im nächsten Part kommt dann das richtige Story-Finale auf uns zu. Oh, jetzt ist sie aber echt sauer. Okay. Hol ihn dir. Fette Hasendame, Alter. Madame Brute? Madame, ich bin zu fett. Okay. Es ist soweit. Ihr alle wisst, was im nächsten Part von uns steht. Der ewige Hügel mit der Glocke. Das heißt, wir haben dann die Story auf alle Fälle mal durchgespielt. Aber es kommt ja nach der Story auch noch etwas anderes auf uns zu. Aber das werden wir nach der Story ja schon sehen. Also lasst einen Hoch da, wenn euch dieser Part gefallen hat. Wenn ein Daumen runter. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in Super Mario Odyssey. Bis dann und ciao.